Today is all about one of the greatest composers who ever lived, Ludwig van Beethoven. And, dear kids, today's episode is especially for you. There's so much to be discovered in Beethoven's music, as I showed my young audience in this special children's concert recently in Dresden with the Dresden Philharmonie. In his sixth symphony, called the Pastorale, there's sun, water, birds, dancing, a storm. I decided that's typical picnic weather. Beethoven, ein Komponist, der hat Musik geschrieben. Und der war ganz bekannt. Der hat 9 Sinfonien komponiert und eine davon habt ihr bestimmt schon gehört. Der Anfang, guck mal, das ist seine 5. Sinfonie. Wer hat das schon gehört? Ja, siehst du? Okay, sehr gut. Und da ist auch noch eine ganz berühmte Melodie aus der 9. Sinfonie. Das habt ihr bestimmt auch schon gehört. Text vergessen. Wer hat das schon mal gehört? Ja, also noch mehr Leute, super. Gut, na heute geht es um die 6. Und diese Sinfonie heißt die Pastorale. Und mir wurde gesagt, Kinder wissen nicht so richtig, was ein Pastorale ist. Pastorale heißt einfach auf dem Land. Und jetzt würde ich gerne, Michael, weil es so anstrengend ist zu reden, einfach noch ein bisschen aus dem Schluss von dem ersten Satz, 6. Beethoven. Ihr auch? Ja. Beethoven is for me a true superhero. He went deaf bit by bit during his life, which is one of the most terrible things that can happen to a musician. But he still carried on composing, and even though he couldn't hear anything, produced some of his greatest works. This is the house where Beethoven was born, and I'm here with some friends, with Tabea, Johanna and Meta, and also Bob the Minion. We're going inside to have a look around. Guck mal, das ist sein Klavier und wir wissen, das war, guck mal da drin, Ludwig van Beethoven. Und das Klavier ist über 250 Jahre alt. Das ist doch der Wahnsinn. Ich würde so gerne spielen, aber dürfen wir nicht, oder? Wer spielt Klavier? Ich. Du? Und du spielst Flöte, aber... Ich möchte gerne Klavier. Ja. Das sind seine Instrumente. Guck mal, wie wir das wissen. Siehst du diese Siegel oben? Ja. So wie von Kerzenwachs. Da steht, seht ihr das? L van B. Ludwig van Beethoven. Deswegen wissen wir, dass es das Seine war. Soll ich euch was Witziges erzählen? Diese Geigenbogen, das ist von einem Pferd. Die Haare von einem Bogen. Aber wisst ihr, was spannend ist? Es ist nur von einem Hengst. Ein männliches Pferd. Weil die weibliche Pferde, die pinkeln auf ihren Haaren da hinten und dann kann man das nicht nehmen für einen Bogen. Ist wirklich wahr. So, wenn man einen Geigenbogen sieht, dann weiß man, das kommt nur von dem männlichen Pferd, ein Hengst. Guck mal, ich zeige euch noch was. Was denkt ihr, ist das?
Hörgerät. Sehr, sehr gut. Und ihr wisst schon, dass Beethoven nichts hören könnte. Und erzähl, Johanna, was findest du das Spannendste über Beethoven? Also, ich finde das richtig spannend, dass er Musik komponieren konnte, obwohl er gar nichts hören konnte. Kannst du dir das vorstellen? Das ist ja wirklich Wahnsinn. Und guck mal, das ist seine Schrift. Könnt ihr überhaupt was davon lesen? Nein. Nee, nicht mal ein Wort, oder? Das ich kann auch keine Schreibschrift lesen. Nee, also ich kann, aber das kann ich nicht lesen. Das ist wie ägyptisch. Und guck mal, alles so verschmiert und so. Ja, ganz vielleicht altes draußen. Papier. Ganz altes Papier. Und guck mal, das ist von 1801. Das ist so lange her, man kann es gar nicht zählen. And the interactive website for kids. You can learn a lot about Beethoven here, and it's fun too. Perfect for a school project about Beethoven, and Bob the Minion seemed to enjoy it as well. Beethoven's hearing got steadily worse during his lifetime. This is a recording of how his Fifth Symphony would have probably sounded to him. That really sounds terrible. It must have been awful for him. Poor Beethoven. So what do we know about Beethoven, apart that he was an amazing composer who carried on creating wonderful music? Well, we know that he liked to go for long walks in the country. He put his head in a bucket of cold water a lot when he was feeling tired. He was often very grumpy, he was very messy, didn't like to shower, so probably didn't smell very good, and didn't have much luck with the ladies. That's probably why. He also liked his food and drink, especially his coffee. He insisted on 60 coffee beans for each cup of coffee, no more, no less. Ich habe eine Idee. Dachte, wir machen heute eine Weltpremiere hier. Wie wär's, was ich wette, dass wir einen Sturm ohne Instrumente machen könnten. Was denkt ihr? Wetten wir ja oder nein? Ja? Ja? Okay, aber ihr habt keine Ahnung wie, stimmt's? Wir machen es so wie Beethoven. Wir machen es ganz leise und ich zeige euch. Und wenn ich in eurer Nähe bin und wenn ich genau euch angucke, ihr macht, was ich mache. Und dann, das Orchester macht das Gewitter und der Donner. Wir machen genauso wie Beethoven. Wir fangen an in der Ferne. Und dann kommt die ersten Regentropfen. Komm, noch Regentropfen. Jetzt seid ihr auch Regentropfen. Seid ihr auch Regentropfen? Noch schnellere Regentropfen. Und jetzt fängt's richtig an. Regen, Regen, Regen nochmal. Dann machen wir genauso wie Beethoven, dass der Sturm vorbeizieht. So. Und dann hören wir den wunderschönen Hirtengesang, gespielt von Klarinette und Horn.
regnet, oder? Habt ihr das gehört? Es regnet ganz so. Meinst du nicht auch? We think that Beethoven's music is for all ages, yes? Yes! See you next time on Sarah's Music. Bye-bye! Ciao! Bye.